Kommt wahrscheinlich jetzt auch drauf an, wie wir mit dem reden, ne? Also ob wir jetzt ob wir ihn manipulieren können oder ob wir das mit Stärke hätten machen sollen, beziehungsweise Gewalt, oder ob wir auf klug machen hätten sollen. Aber okay, mal schauen. Wir sind gerade beschäftigt, Domina. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Du bist komisch ausgegraut. Ich glaube, ihr habt, dass ihr im Besitz eines Gegenstands seid, der einer bestimmten Person gehört. Ich bin hier, um ihn zu holen. Das hier? Oh, aber das ist unbezahlbar. Das Tagebuch von Kottas beschränktem Neffen, der sich für den größten Kommandanten aller Zeiten hält? Süß. Was schreibt er denn so? Zufälligerweise ist er außerdem mein Freund. Also rate ich euch, es jetzt herzugeben. Ich dachte gerade so, wieso, das macht doch gar keinen Sinn. Aber hier ist ein X. Wenn ich es mir genau überlege, es sieht so aus, als hättet ihr Spaß damit. Also behaltet es. Okay. Zufälligerweise ist er mein Freund. Warum schickt ihr ihn nicht selbst her, damit er noch einmal darum betteln kann? Okay, er hat nun mal mich geschickt. Er wird euch belohnen, wenn ihr das Buch, wenn er das Buch zurückbekommt. Oh nein! Ich hätte Logos nehmen sollen. Scheiße, okay. Cäsar mag momentan nicht viel hermachen, aber er ist ein Tribunus. Und er hat mächtige Freunde. Der Grünschnabel von heute könnte morgen schon der Imperator sein. Außerdem wirkt er wie ein Mann, der leicht vergibt und sich dafür an jene erinnert, die ihm gut gedient haben. Nein, ich will das da machen. Ich kann euch entschädigen. Ich gebe euch 300 Denari für das Buch. Okay, ich mach mal das da, weil das ist einfach nur eine Frage. Das klingt sehr unwahrscheinlich. Lasst euch etwas anderes einfallen. Nein, ich muss ihn bezahlen. Für das wertlose Stück? Na, das ist ein Wort. Hier, nehmt es. Vor allem 300 Denari, das ist mega viel. Okay, jetzt will ich eine Belohnung. Mann, wir hätten logischer vorgehen müssen, aber ich bin ja dumm. Ich bin manipulativ. Na egal. Ja. Salve. Ich sehe, ihr habt mein Tagebuch finden können. Darf ich fragen, wie ihr das geschafft habt? Alles hat seinen Preis. In dem Fall war der Preis 300 Denari. Er war einfach unvernünftig. Ich bin ruhig geblieben. Und er hatte wieder Vernunft angenommen. Das wäre wahrscheinlich gewesen, wenn wir Logos genommen hätten. Ich bin Agrippa, meine härtesten. Ich habe Agrippa meinen härtesten Schlag gegeben und im Gegenzug hat er aufgegeben. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, sind die Mittel egal. Gut. Das habt ihr von eurem eigenen Geld bezahlt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Ich stehe im wahrsten Sinne des Wortes in eurer Schuld. So ist es. Das wird nicht nötig sein. Ihr werdet mich anderweitig entlohnen. Ihr fangt bereits damit an, Gefallen zu sammeln. Ein weises Vorgehen. Noch eine Frage, bevor wir das hinter uns lassen. Habt ihr mein Tagebuch gelesen? Ich habe keine Interesse an euren privaten Geschreibsel. Ich bin neugierig, was der Inhalt des... den Inhalt des Buches angeht, aber ich habe euren Wunsch geachtet, ja. Das ist das tugendhafteste Vorgehen. Oh. Und ich habe nicht weniger von euch erwartet. Danke, mein Freund. Hey, was muss ich da gerade lesen? Was? Vier Hunden Ball zu holen. Natürlich schaffe ich das. Ich habe halt ja keinen... Ich habe einen Ball. Nee, ich habe halt nur keinen Hund. Und die Sarah macht sowas nicht, das stimmt. Sarah hat gesagt, ich soll das schreiben. Okay.
Redet mit dem Schmied. Werden wir. Was geht in eurem Kopf vor, dass ihr mit solchen Waffen herumlauft, Mädchen? Ja, das. Ja, ich bin nicht gut im Manipulieren. Ja, ich hätte das andere nehmen sollen. Aber schlau bin ich halt auch nicht. Okay. Apropos, meinen Kopf mache ich mal weg. Bin Phil's Ghostwriter. Okay, was geht dir in euren Kopf vor, dass ihr mit solchen Waffen herum... Oh. Ich habe meine Geduld für eure boshaften Kommentare... Was? Ich habe ja keine Geduld für eure boshaften Kommentare. Der Konsul sagte, ihr hättet Ausrüstung für mich. Das gleiche, was auch all die anderen Legionare tun. Mich kleiden und alte Männer zu verwirren, alter Mann. Das Einzige, was mich hier verwirrt, ist, wo ihr Waffen her habt, die älter zu sein scheinen als ihr selbst. Nehmt euch eure Ausrüstung von den Ständern. Wegen mir auch alle, wenn ihr sie braucht. Er hat Ständer gesagt. Okay, wenn ihr etwas Besonderes braucht, kann ich euch dann... Nee, wenn ich etwas... Entschuldigung. Wenn ich etwas sehr Besonderes brauche, kann ich euch dann den Auftrag geben? Ich habe derzeit mehr als genug damit zu tun, die Centuriones des Konsuls zu versorgen. Sextus, Ständer. Ach. Ach. Sehr erwachsen, Phil. Nein. Phil, aus. Okay, verkauft ihr Materialien für Schmieden? Ihr werdet eure eigenen Materialien mitbringen müssen, wenn ihr etwas erledigt haben wollt. Ich brauche alles, was ich da habe, selbst. So. Ich lebe! Hey Dragon. Okay, alles klar, Big Boss. Wem soll ich mal wieder aus der Patsche helfen? Vielen, vielen Dank. Vielen Dank und herzlich willkommen. Einfach Abo weg, das geht gar nicht. Vielen Dank. Okay. So, dann. Dankeschön. Inventare, Objekte. Um zu sehen, mit welchen Objekten ihr interagieren könnt, drücke links Alt. Okay. Klickt auf die Ausrüstung auf den Tisch, um ihr Inhalt aufzusammeln oder zerlegt sie zu Materialien. Materialien können zur Herstellung neuer Ausrüstung benutzt werden. Okay. Welchen Objekte ihr interagieren könnt, links Alt. Klickt auf die Ausrüstung. Ach cool. Also bei Kamera, bei links Alt, also bei Alt wird dann alles hervorgeholt. Das ist cool. Okay, ich nehme mal alles. Gegenstände. Ihr habt einen Ausrüstungsgegenstand erhalten. Ihr müsst ihn einen Charakter zuweisen, bevor ihr ihn einsetzen könnt. Naja, klingt... Ups. Klickt hier oder drückt... Ganz harter. Warte, Delta. Herzlich willkommen. Und viel Spaß beim Zuschauen. Sorry, ich habe beim zweiten Bildschirm die ganzen Alerts und da habe ich ja gerade deinen Namen nicht richtig lesen können. So, heute offene Bude, ja, wahrscheinlich wegen dem Spiel. Voll cooles Spiel. So, okay, Gruppeninventar mit I. Tada! Cool. Inventar. Alle unausgerüsteten Gegenstände in euren Besitz werden hier angezeigt. Inventar. Nutzt diese Knöpfe, um zu filtern. Genau, weiter. Einfach ziehen und Ausrüstung ist eigentlich wie alles. Okay, also. Bewegung minus 1 und alle Widerstände plus 2. Hiebwiderstand und Feuerresistent. Ich würde tatsächlich das da anbehalten, weil wir mehr Bewegung brauchen. Oh, wir haben
Okay, Gegenstand ersetzt Fertigkeiten. Okay, wenn ihr eine Waffe ausrüstet, erhaltet ihr Zugang zu ihren Fertigkeiten. Das ist richtig geil. Ihr könnt mit der Maus darüber fahren und so erfahren, ob euch ja eure Waffe zusätzliche Fähigkeiten gewährt und welche diese sind. Gegenstand der Fertigkeiten. Jeder Charakter kann 2 Waffensets tragen und kann im Kampf frei zwischen... Das ist richtig geil. Das ist mega cool, wenn ich als Bogenschütze dann umrundet werde, kann ich einfach zum Schwert wechseln. Das ist geil. Klicke diesen Knopf oder drücke Q, um auszuwählen, welche Waffensets ihr aktuell habt. Nur die Fähigkeiten des Ausgerüsteten werden in der Fertigkeit angezeigt. Okay, dann Q. Dann mache ich mal hier das da. Sehr geil. Okay. So, dann du. Bewegung plus 1, minus 2%. Widerstand. Okay. Dann könnte ich das eigentlich. Dann könnte ich die da eigentlich dann. Was mache ich mit Rechtsklick? Zerstöre ich die dann? Ja! Erhalten eine Schwertklinge. Sehr geil. Okay. Das kann ich tatsächlich machen. Okay, 34 Metall und Schwertklinge. Okay. Material, gewöhnliches Material. Okay. Cool. So. Ich muss auf Chlor, das ist nicht so geil. Das werde ich jetzt mal ganz glitzeklein schnell tun. Und verbinde ich das mit irgendwas? Ich brauche immer was zu trinken. Genau, deswegen ganz, ganz kurze Pause. Ich gehe auf Klo, hole mir was zu trinken und bin in 5 Minuten wieder da. So, gut. Alter, diese Treppen sind echt ein bisschen... Wir sehen heftig. So, Feuertaufe. Optimal. Wir haben alles gemacht. Optimal. Reist zum Lagerhaus und trefft euch mit Julius Calidus. Auf den bin ich auf jeden Fall gespannt. So. Nope. Da oben. Die Piraten werden immer dreister. Heute früh haben sie noch eine von unseren Galeeren angegriffen. Hat euch das Geminus erzählt? Genau. Das ist das zweite Mal, dass eine Galeere angegriffen wurde und dennoch ist er am Leben. Oh. Scheiße. Das war ein Fehler, wir hätten ihn töten sollen. Nein. Wow. Achso. Verlassen. Ui, das war laut. Nein, schon wieder. Ich bin einfach zu barmherzig, das ist so blöd. Okay, Weltkarte. Dies ist die Weltkarte, auf den ihr zwischen den bekannten Zielen reisen könnt. Auf der hier, genau. Klickt auf der Play-Taste oder leer, um die Zeit weiterlaufen zu lassen. Oh, das geht mit... Ah, hier oben. Ah ja, okay. Charaktere und Legionen bewegen sich nur, wenn die Zeit vergeht. Aber ihr müsst euch nicht bewegen, damit die Zeit vergeht. Okay. Ereignis-Zeitleiste. Rechts von der Zeitleiste erscheint im Laufe der Zeit bevorstehende Ereignisse und bewegt sich in Richtung der linken Seite, die Gegenwart repräsentiert. Eure Ereignisse können überraschend eintreten. Diese werden nicht in der Zeitleiste angezeigt. Weiter. Rationen. Auf eurer Reise verzehrt ihr und eure Prätorianer alle 8 Stunden je eine Ration. Alter, jetzt muss ich ja da auch... Oh, hier oben.
krass. Da muss ich ja auch um Essen und so weiter mich kümmern. Ui. Alle 8 Stunden eine Ration. Ich habe 100 Rationen. Das passt. Genau, sorgt dafür, dass eure Vorratskammern stets gut gefüllt ist. Ein verhungerter Prätorianer kämpft schlecht und kann sogar meutern. Ihr könnt eure Rationen von Händlern erwerben. Okay. Oh, cool. Schick. Okay, Kaloni, Lagerstelle. Besucht das Legionslager, um zu handeln, neue Prätorianer oder Zenturiers zu rekrutieren. Okay, Gegenstände herzustellen, eure Kriegsliste zu entwickeln und mit euren Begleitern zu reden. Okay, und ich soll hier hin. Okay, Lagerhaus. Die Piraten von Lesbos haben etwas von Wert in einem Lagerhaus bei Kaloni aufbewahrt. Okay. Ah, okay. Ah, und hier ist... Also, sobald ich hier drauf bin, ist Pause. Das ist ja auch cool. Okay, Januar der 2. Okay. Der Strand. Entlang der Küste zu reisen hat seine Vorteile. Darunter auch die Entdeckung von zahlreichen Buchten des Aegean Mare. Okay. Okay. Viele der Buchten scheinen einige verborgene Strände zu besitzen. Und genau wie diese hier liegt sie gut geschützt und sicher. Rasten wir hier und schwimmen ein wenig. Das scheint ein guter Ort zum Fischen. Wir müssen weiter. Doch, fischen. Komm. Wir haben es ja nicht eilig. Ist ja nur unsere Feuertaufe. Ihr und eure Prätorianer nehmt euch Zeit, um ein paar Fische zu fangen. Es bietet sich reichlich Gelegenheit dazu in der Bucht. Wir sehen schon sehr hübsch aus. 5 Rationen, geil. Ihr habt zwar keine Ahnung, was für Fische ihr da gefangen habt, aber sie sind groß und schmackhaft. Okay. Können halt auch böse Fische sein, aber okay. Lagerhaus, Alter. Die Piraten von Lern, ja, das Begleiter auswählen. Ja. Ihr müsst bestimmte Charaktere zu diesen Orten mitnehmen. Ja, die sind alle. Ah, und dann später können wir für jede Quest quasi aus unseren Prätorianern auswählen. Das ist ja geil. Ich würde, glaube ich, die Effektgeräusche noch ein bisschen leiser machen. Wir könnten am falschen Ort sein. Hier ist niemand. Warte. Hier. Musik kann laut bleiben. Soundeffekt ein bisschen. Menü macht piep, piep. Ist das lustig? Menü macht piep, piep. Okay, so scheint es. Gehen wir zurück. Lucullus sagt, sein Agent würde hier auf uns warten. Lucullus hat sich eindeutig geirrt. Alter, du bist so negativ. Wenn hier jemand wäre, wüsste ich das. Mhm. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Hey, keine Bewegung. Beruhigt euch. Ich bin Julius Kalidus von den Occulta Speculatoris der Legio Prima Italica. Ich nehme an, dass ihr meine Verstärkung seid? Alter, mein Onkel hat gesagt, oder ist das mein Onkel? Ich glaube, ich nenne ja einfach meinen Onkel. Hat gesagt, dass das ein Er ist. Oh, das nervt. Okay, ich bin nicht eure Verstärkung, ich bin eure neue Prima. Ja, super. Ich wollte nicht nochmal Prima sagen. Beeindruckend, ich habe euch nicht kommen hören. Wir haben den Auftrag, uns mit euch zu treffen und euch bei der Zerschlagung der Piratenflotte zu helfen. Ich kenne nur einen Weg, ohne eigene Schiffe eine Flotte zu zerstören. Und das wäre, sie niederzubrennen. Etwas griechisches Feuer wäre da hilfreich, findet ihr nicht? Ein Glück also, dass es da unten ein ganzes Lagerhaus voll damit gibt.
Allerdings werden sie den Alarm auslösen, sobald wir das Lagerhaus betreten. Also sollten wir uns beeilen. Mhm. Das scheint ihm hier ein geradliniger Auftrag zu sein. Wir sollten sicher gehen, dass niemand entkommen kann. Das letzte, was wir hier brauchen, ist Verstärkung aus Methylene. Können wir nicht einfach das Lagerhaus besetzen? Wir sollten sicher gehen, dass niemand entkommen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Bis jemand aus der Stadt hier eintrifft, sind wir schon lange wieder weg. Am Fuße des Hügels befindet sich eine kleine Gruppe Wachen. Wenn wir sie zuerst ausschalten, werden sie uns nicht als Verstärkung angreifen. Aber dann werden die im Lagerhaus den Kampfeslärm hören und uns erwarten. Ihr habt den entscheidenden Punkt sofort erkannt. Die Entscheidung liegt bei euch, Prima. Dammit, sag doch einfach, was ich tun soll. Okay. Okay, erstmal tun wir mal die Kamera an. Okay, also optional. Kümmert euch um die Wachen vom Lagerhaus. Okay, da sind die Wachen. Und da ist das Lagerhaus. Wenn wir die töten, wissen die da Bescheid und greifen an. Beziehungsweise, nee, die erwarten uns dann. Wenn wir die auslassen und da angreifen, dann kommen die von hinten. Ich glaube, ja. Ein und steht genug bricht in das. Wir können aber das auch, glaube ich, stealthy machen. Ja, komm, wir probieren Stealthy. Wir wissen ja, wie gut ich das kann. Kann ich von hier rein? Ja. Ich kann das ja richtig, richtig gut. Ich meine, Assassin's Creed und so. Perfekt. Gut, der ist weg. Alter, da ist noch einer. Die Frage ist, wie wird es angezeigt, ob man entdeckt wird und nicht. Wahrscheinlich wird dann sofort da vorbei? Ich weiß es nicht. Ich sehe halt auch nicht, was hier ist. So, ja, gut. Ach, probier. Nein. Römische Soldaten, sie wollen das Feuer stehlen. Zu den Waffen! Haltet sie von den Töpfen fern! Methylene zählt auf uns! Gut. Zwei gegnerische Verstärkungen, wahrscheinlich in zwei Runden. Okay. Okay, wir hätten so oder so nicht Stealthy reingehen können. Ja, okay. Aber das wusste ich ja nicht. Okay. Hier ist einer. Da ist einer. Das sind auch zwei. Da ist einer. Eieiei, das sind ja viele. Okay, du gehst mal hier hin. Was bist du? Ach, du bist auch ein Fernkämpfer. Ach, nice. Okay, du bist eine Unterbrechen. Also wie der Cäsar. Das sind Bogenschütze. Bogenschütze. Wir sind hier viel zu offen. Das ist... Das mag ich nicht. Warte, tausch mal Platz. Du gehst hier hin. Du da. Du hier.
du hier? Okay. Bogenschießen. Also. Für Fernkampfattacken ist eine klare Linie zum Ziel nötig. Haben wir auf dem Schiff auch schon gesehen. Die nicht von Feinden oder Verbündeten unterbrochen werden darf. Wenn sich ein Feind neben Deckung befindet, können Sie. Wenn neben Deckung befindet? Okay. Könnt ihr ihn von vor dieser Deckung nicht in einen weiteren Winkel mit einem weiten Winkel anvisieren. Okay, das macht wahrscheinlich Sinn. Optimale und maximale Reichweite. Fernangriffe können üblicherweise nicht fehlgehen. Schießt ihr dennoch jedoch weiter als euer Zielgenauigkeitswert in Metern, sinkt der Schaden. Ihr könnt sehen, ob es der Fall sein wird, wenn das Ende der Schussbahn gelb oder rot angezeigt wird. Weiter als eure doppelte Zielgenauigkeit könnt ihr nicht schießen. Abwehren mit Schilden. Die Schilde, ein Schild schützt einen Charakter vollständig von Fernangriffen, solange der Charakter noch über Schildstärke verfügt. Dies wird Abwehr genannt. Wenn der Charakter abwehrt, wird er nicht einmal Schildstärke verlieren. Okay, ja, cool. Okay. Also hier ist gelb und da oben, das treffen wir nicht. Okay, Schnellschuss. Ah, ich hatte hier jetzt tatsächlich Heckenschütze nehmen sollen. Okay, also wir gehen erstmal hier hin. Oder nee, der geht hier vor. Der schnabuliert hier hin. Deckung. Wenn ein Charakter sich neben Deckung aufhält, also ja, das sind diese Icons dann, ist er gegen Angriffe von der anderen Seite innerhalb von 100 Grad Kegel geschützt. Deckung blocken Angriffe völlig ab, ja. Eine niedrige Deckung schützt nur, wenn der Charakter kauern kann. Charakter werden automatisch in niedrige Deckung kauern und aufstehen, um darüber hinwegzuschießen. Aber sie werden auch zum Aufstehen gezwungen, wenn ein Gegner direkt neben ihnen steht. Cool, okay, interessant. So, dann steche ich mal zweimal auf den. Fokus. Fokus ist eine Ressource mit also nur für leichte Infanterie-Charaktere. Viele der Fähigkeiten der Klasse können nur mit Fokus aktiviert werden und dieser Fokus wird ausgegeben, sobald sie verwendet werden. Das erinnert mich echt ein bisschen an Pen and Paper gerade. Fokus erhalten. Jedes Mal, wenn ein leichter Infanterie-Charakter angreift, erhält er Fokus, entsprechend der Fokus pro Angriffswert seine ausgerüsteten Waffen. Wieso kann ich das gerade so flüssig lesen? Also ich finde, das war gerade sehr flüssig. Aber so normale Unterhaltungen sind kann ich nicht lesen. Okay, Entschuldigung. Du wirst mal kurz ein bisschen zur Seite gehen.